Ja, hallo, ich möchte heute mal zeigen, wie man ein Objekt vervielfachen kann, dass es dann praktisch öfters in einem Bild auftaucht. Dazu muss man es praktisch positionieren an verschiedenen Stellen und dann jeweils ein Foto machen. Und die Kamera darf natürlich nicht bewegt werden. So, ich habe jetzt hier meine drei Bilder von der Maus, einmal in der Tasse, rechts daneben, links daneben. Und die ziehe ich jetzt hier in GIMP rein. Also hier mal erst das erste Bild reinziehen. Jetzt wird es natürlich größer. Die Ansicht können wir natürlich noch entsprechend anpassen. Das Fenster auch. So, und wichtig ist jetzt, die anderen Bilder hier auch reinzuziehen. Allerdings nicht einfach so, weil sonst gehen hier separate Bilder auf. Wir brauchen diese Bilder nämlich hier darüber als Ebene und drum sagen wir hier auch Datei öffnen, als Ebene öffnen. Und hier haben wir die anderen beiden Bilder, also die erste in der Tasse, zweite rechts daneben. Man sieht ja auch, das Bild ist jetzt hier drüber gelegt und dann das letzte Bild als Ebene öffnen. Hier ist die Maus dann links davon. So, und jetzt wollen wir hier entsprechend die Bildbereiche löschen, damit die Mäuse darunter immer auftauchen. Dazu ist allerdings wichtig, dass wir jedem Bild eine Transparenz geben. Das heißt hier unter Ebenen Transparenz Alpha-Kanal. Hier kann man nämlich dann Bildbereiche löschen und die sind dann durchsichtig. Wenn das nicht der Fall ist, das letzte Bild braucht man nicht, weil das ist ja praktisch ganz unten. Aber ich kann es hier mal demonstrieren. Wenn ich also bei diesem Bild hier mit dem Radierer drauf gehe, richte jetzt mal was anderes ein. Also wenn ich hier was lösche, dann wird der Hintergrund weiß. Und wenn ich aber diesem Bild eine Transparenz zuweise und gehe jetzt her und lösche hier was, dann sieht man dieses Schachbrettmuster und Schachbrettmuster bedeutet immer das Bild als an dieser Stelle durchsichtig. Gut, das heißt, ich mache jetzt praktisch hier das erste Bild auf und dann stelle ich mal hier diesen Bereich frei. Da kommt also die andere Maus zum Vorschein. Jetzt habe ich natürlich mit der Belichtung ein bisschen ein Problem, weil das untere Bild vielleicht ein bisschen anders belichtet wurde. Gut, an dieser Stelle würde ich es vielleicht anbieten, dass man hier diese ganze Ecke dann freistellt. Ich mache mal diesen Radierer ein bisschen größer. Also hier oben, da ist es natürlich, ist der Übergang nicht so hart. Hier dann schon wieder eher. Hier haben wir eine sehr helle Fläche und hier dunkel. Mal schauen, wie wir das nachher angleichen. So, ich war jetzt hier auf dem ersten Bild und man sieht hier ganz klein hier dieses Schachbrettmuster. Das heißt, von diesem ersten Bild, ich blende mal die unteren aus, ist praktisch dieser Bereich hier gelöscht worden. Wenn ich jetzt das untere auch, also das mittlere auch anklicke, dann habe ich jetzt praktisch schon mal zwei Mäuse im Bild. Und wenn ich jetzt noch das letzte Bild anklicke, dann brauche ich natürlich jetzt noch hier diesen Bereich freigestellt, damit die Maus zum Vorschein kommt. Also wenn ich jetzt hier arbeite, schauen, bin ich auf der Ebene, genau, dann kommt hier also die Maus zum Vorschein. So, hier haben wir noch einen Schwanz, machen wir ein bisschen kleiner. So, und jetzt ist aber so, das oberste Bild, das ist ja noch nicht sichtbar. Wenn ich das einschalte, dann habe ich hier nur diesen einen Fleck, weil ich da vorhin schon hingeklickt habe. Und hier müssen wir natürlich ebenfalls dieses Bild aktivieren und den Bereich hier entsprechend freistellen, freirubbeln sozusagen. Okay,
Ja, wie gleichen wir jetzt diese Stellen hier aus? Wir könnten hier mit der Pinzette hergehen, diesen Bereich ein bisschen scannen. Dann hier, wo haben wir es denn? Sprühpistole hier, kann man ein bisschen nacharbeiten. Ja, wenn man das Ganze dann hat, dann muss man natürlich diese drei Bilder hier im Einzelnen zusammenfügen zu einem Bild, weil sonst werden ja praktisch die drei extra gespeichert. Das machen wir einfach mit Exportieren als. Und hier können wir dann sagen, Häuser. Exportieren. Und hier haben wir jetzt praktisch ein Bild. Okay.